Guck mal, hinter dir ist auch jemand. Ja, geht auch nicht. Gang. Chill, erster Gang. Dann muss er das machen. Siehst du, was passiert? Guck mal, jetzt regelt er das für dich. Liegt auch ein bisschen daran, dass wir Fahrschule sind. Das heißt, wir merken, jetzt parken hier schon ein paar Autos und je tiefer wir jetzt gleich kommen, desto mehr. Genau. Ein bisschen rechts rüber und wieder langsam bleiben. Korrekt. Und selbst wenn du in der Kante stehen bleibst oder egal was du machst, wichtig ist, dass du es dann kontrollieren kannst. Dass du immer im Kopf kurz dir eine Sekunde Zeit nimmst, überlegst, was mache ich jetzt? Brauche ich die Kupplung? Kann ich das nur mit der Bremse machen? Mhm. Weil siehst du, jetzt kommen wir hier wieder tiefer und jetzt wird es natürlich auch da unten ein bisschen voller. Mhm. Korrekt. So, normalerweise geht man ja jetzt zum Automaten und da steckt man dann die Karte rein, der analysiert dann, wie lange du drin warst. Mhm. Und dann schmeißt du die Kohle in den Automaten und dann ziehst du wieder raus. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war das vor einer Woche noch so, dass hier eine halbe Stunde parken umsonst ist. Das werden wir gleich herausfinden. Okay. Gut, du machst das richtig gut mit der Kupplung, dass du sie nicht fliegen lässt. Weil die meiste Panik entsteht ja dann, wenn man die Kupplung fliegen lässt. Und man dann denkt so, wird man auf einmal viel zu schnell. Ja, genau. Und dann schießt er die los und man selber denkt dann so, ah, nein, will ich nicht. Nee. Und dann ist das Wichtigste sofort Kupplung drücken, bremsen, dann hast du alles im Griff. Gut. Und egal, wie langsam du hier bist, chill. So, dass du das für dich safe hast halt, ne? Ja. Es kann dir passieren, dass du im Parkhaus hier tatsächlich 5 Autos hinter dir hast. Und die können mich nicht. Genau, ja, das ist wirklich wichtig. Weil wenn du dann anfängst, dir deswegen Paranoia zu machen oder dich zu beeilen, knallst du auf jeden Fall gegen den Pfosten. Da kannst du es nicht mehr kontrollieren. Also nicht unter Druck setzen. Genau, also sollen die hupen, bis die Hupe abfällt. Also ist egal. Ja. Irgendwann habe ich bei der WM mal rausgefunden, hört so eine Hupe auf zu hupen. Nach einer halben Stunde kann die nicht mehr, dann ist die heiß geworden, dann macht das Ende. Cool. Wichtig ist, die Bremse und die Kontrolle halten. Mhm. Boah, check mal die ganzen Überwachungskameras da. Ich weiß nicht. Ja, sind wir bestimmt auch drauf. Ist gar keiner, der Typ hat Feierabend oder so. Also. So, ja, wir hauen jetzt ab, genau. Wir fahren durch die Ausfahrt, da müssen wir raus. Da links wäre die Kasse gewesen, siehst du das? Ja. Korrekt. Aber wir gehen jetzt durch die Ausfahrt. Jetzt musst du, das ist ein Trick, so weit darüber fahren, dass du das, die Karte gleich wieder da reinstecken kannst. Fahr erstmal auf das Häuschen zu. Und ganz knapp vorher, jetzt Kupplung drücken, langsamer werden, dass du mehr Zeit hast. Du musst wieder ein bisschen rüber. Genau. Ja, nicht ganz so viel. Und jetzt, Bremse, Bremse, Bremse. Mach den Schleiftrick. Ja. Ganz leicht. Ja, noch ein bisschen rüber. Noch ein bisschen rüber. Kupplung drücken und Bremse. Korrekt. Mach mal eine Schranke runter. So, jetzt kommt der Moment, wo sich alles entscheidet. Die rum ist völlig... Ich komme nicht dran. Das ist mies. Du kannst dich ruhig gerne abschnallen dafür. Ist im normalen Parkhaus auch so. Aber besser, du machst es so wie jetzt, als wenn du zu nah dran fährst und dir die Felgen rasierst. Kacken. Geht? Ja. Korrekt. So, und jetzt, Karte wird überprüft, Zeit überschritten. Why? Guck mal, jetzt kommt der Typ. Bitte zahlen Sie am Kassenamt. Bitte zahlen Sie! Guck mal, da kommt er. Jetzt kommt er, pass auf. Okay, warte, dann müssen wir... Warte, er ist chillig. Er ist Bruder. Hallo. Habibi! Ich mach die freie Eimer. Oh, du bist ein Schatz. Zeit überschritten. Zeit überschritten. Wie lange waren wir denn? Wir waren doch nicht halbe Stunde hier drin, oder? Nein. Niemals. Zeit überschritten, er übertreibt niemals, vor. Niemals, oder? Halbe Stunde drin. 20 Minuten maximal. Er übertreibt voll. Ja. Zeit überschritten. Weil er macht sie frei, als ob er das schon gewusst hat. Der wird uns bestimmt noch kennenlernen. Wahrscheinlich, weil ich falsch. Gucken, was er jetzt macht. Er hat Connection scheinbar. Und alles auf Video. Guck mal, jetzt kommt er. Warte, ich muss mal.
Oh. Sollst du einstecken oder können Sie das machen? Das muss ja. Ich wieder abschneiden. Ah. Oh, ah, das ist nett von dir. Ja. Perfekt. Dankeschön. Karte wird geprüft. Danke. Danke dir. Ciao. Ciao. So, ein bisschen rechts rum. Schön, halt sie gut fest. Nicht schnacken lassen. Mhm. Nur was ist dran? Korrekt. Das lag bestimmt an dir. Wenn ich alleine hier gewesen wäre, hätte er gesagt, Junge, was ist los mit dir? Wir zahlen mal Geld. So. Fenster macht, glaube ich, wieder zu. Das ist eine gute Idee. Ja, ich meine schon Blinker. Nach. Links, genau. Guck mal, hier ist auch wieder so ein Beispiel. Du stehst jetzt hier und genau hier ist so ein Fußgängerweg und oder Radweg. Ne? Wenn die hier kommen, kannst du nichts machen. Was, willst du im Parkhaus stehen bleiben? Oder was? Das, ne? Also du musst hier stehen, damit du überhaupt ansatzweise was siehst. Ja. Und dann taste dich langsam nach vorne einfach. Ich glaube, ich kann. Das sieht ganz gut aus. Ja, ne? Ja. Tschüss. So, wir folgen der Vorfahrtsstraße. Okay. Gehen wir wieder hier. Folgen der Vorfahrtsstraße, genau. So, mit McDonald's auch weiß, was wir machen hier. Von zwei Spuren immer auf die. Genau. Denn von hier aus kannst du ja machen, was du willst. Kannst du links oder rechts. Und da du nie weißt, was der Prüfer machen will, bleib immer auf der rechten. Ja. Wärst du jetzt aus Versehen auf die linke gefahren, er steht übrigens hier ein bisschen falsch. Grundsätzlich. Vorfahren einfach, aber das ist so ein richtig geiles Beispiel, der bleibt direkt daneben auch stehen. Mann, du bist da vorne vorfahren. Wo rechts. Wollen wir? Ich fahre rechts, sorry. Ich sag dir, Spiegelcheck direkt. Genau. Mach nochmal so einen Rollercheck hier. Ja. Oh, schön locker, dass du siehst, wo es gerade ausgeht. Ausgang. Gut, ja, genau. Das ist so wichtig, dass du dir beim Abbiegen, dass du dir in Anführungszeichen Zeit lässt. Ja. Weil sowas kann dir ja passieren. Du biegst ab, bist aus Versehen auf der Rechtsabbiegerspur, weil du das hier so nicht auf dem Schirm hast. Und dann musst du ja in der Prüfung auch in der Lage sein, das zu erkennen und geradeaus weiterzufahren. Geht aber nur, wenn du die Zeit dazu hast. Mhm. Erkennen tust du das locker. Dir fehlt nur die Zeit. Ja. Deswegen don't hurry. Okay. Ja, oh, jetzt geht's ab. Check schon mal die nächste Ampel und was die anderen Autos machen. Ist eigentlich grün, aber die sind nicht so schnell, wie wir dachten. Gut. Aber geradeaus. Ja, ja. Check nochmal hier. Gut. Ganz wichtig, letzte Sekunde, bevor du drüber gehst, nochmal einmal nach oben. Ja. Und dann rechts weiter. Gut. Mach langsamer, ruhig langsamer. Was er zum Beispiel gemacht hat, das kann dir immer mal wieder passieren. Dadurch, dass du dann aber, ich sag mal, genug Abstand hast oder sowas, ja, kannst du dann gut drauf reagieren. Du hast gut geschaltet, ne? Heute hast du gar danke, nicht. Danke, der liegt an deinem Tipp, ja, das hilft wirklich mega. Ja, heute hast du nicht gerührt, ist schon mal gut. Oder sowas hier, die Ampel ist schon lange grün, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass sie irgendwann wieder auf gelb flippt. Ne? Und dann einfach nicht bei ihm bleiben mit den Augen, sondern ja, nur eine Sekunde vorher, einmal kurz hochgucken. Weil viele Fahrschüler sind in der Prüfung konzentriert, das ist ja auch gut, aber die sind dann so konzentriert auf den Vordermann, weil die Ampel dann schon lange grün ist, schalten die im Kopf dann irgendwann aus und denken, jo, alles klar, war ja grün. Und dann kostet der so viel Konzentration, dass wenn die Ampel kurz vorher umspringt, dass die das nicht mehr mitkriegen. Ja. Das ist dann natürlich ärgerlich. Die wird jetzt auch. Also sieht zumindest so aus, ne? Bleib drauf, halt drauf zu, fahr 50, alles gut, aber halt die jetzt close im Auge. Okay, die wird doch nie rot. Aber die Wahrscheinlichkeit war gut, weil die Fahrradampel ist umgesprungen daneben und so, ne? Ja. Da sind ja so Zeichen, dass das Ding gleich umspringt. Aber wenn nicht, ist doch gut. So. Ja, jetzt habe ich dran gedacht. Korrekt. Einmal den Jackson machen. Dann ist gut. Und dann rechts weiter. An der Seite, wenn dir das unangenehm wird, ich zeig dir mal was, bleib mal einfach stehen, mach einfach Kupplung und Stopp, mach, fahr nicht rüber, bleib einfach stehen. Weil wenn du
als Fahrschüler in der Prüfung so eine Situation bekommst, wo einer von vorne sich einfach reindrückt, ist es das Beste, du bleibst einfach stehen. Ja. Weil, nimm mal den ersten Gang, zieh ich langsam weiter, check einmal kurz ab. Weil wenn du das machst, was du instinktiv machen wolltest, das hier, ist das Wichtigste, dass du vorher den Spiegel guckst und einen Seitenblick machst, dass hier kein Fahrrad ist. Stimmt. Das hat man in dem Moment aber gar nicht auf dem Schirm, weil man sieht nur das Auto und denkt so, oh. Und deswegen ist wichtig, dass du für diesen Stressmoment, wenn das in der Prüfung kommt, den Notfallknopf hast und der ist stehen bleiben. Mhm. Jetzt nicht Vollbremsung, aber einfach Kupplung und Bremse und dann kannst du gucken, ob hier frei ist und auch rübergehen. Links fahren wir weiter. Ja, ja, sorry, war ein bisschen spät. Alles gut. So. Ja, genau. Ich wollte halt so eine Situation nochmal erzeugen, so wie da, wenn der jetzt zum Beispiel kommt. Ja. Gut, der ist Glück, der biegt jetzt ab, aber es kann dir ja passieren, dass du jetzt zum Beispiel an den parkenden Autos vorbeifährst und dann kommt einer hier in die Straße gefahren. Das ist das Erste, was man ja denkt, boah, ich fahre hier rüber. Aber stehen bleiben. Genau, das Wichtigste ist, dass du es nicht tust. Ja. Weil der Prüfer legt halt viel Wert auf deine Beobachtung und dass das alles safe ist. Mhm. So, wenn jetzt einer kommt und du machst so, und hier ist ein Roller oder irgendwer neben dir, den ballerst du sofort um. Ja. Und deswegen ist es völlig legitim, wenn ein Auto kommt, du Kupplung und Bremse, dann suchst du nach einer Lösung und dann machst du was. Mhm. Jetzt hast du echt Glück gehabt. Komm, komm. So. Dann fahren wir rechts weiter. Kannst gerne nach links gucken, brauchst aber nicht groß, ne? Und dann locker wieder rum. Dadurch, dass du jetzt die Parkhaus-Skills hast, kannst du ja gut mit der Kupplung hier rum. Stimmt. Ja, wenn man sowas einmal dann geübt hat, dann ist es natürlich mega gut. Dann braucht man keine Angst mehr mit den kleinen Straßen haben. Dann springt er dir nicht weg. Ja, das stimmt. So, und dann haben wir die nächste Straße nochmal rechts. Mit ein bisschen Glück kommt dann einer. Als Fahrschüler hat man immer so die Hoffnung, so, oh nein, nicht diese Straße, oh nein, hoffentlich kommt keiner. Aber nein, das ist eigentlich voll gut, weil wenn immer frei ist und dann in der Prüfung kommt einer, dann ist man ein bisschen am Arsch. Ja. Und dann rechts. So schön Zeit lassen, weil auch wieder wegen der engen Kurve. Genau, denkt an alle. So, und jetzt guck mal, ist diese Straße hier wirklich null breit? Geil. Einfach stopp. Nur stopp. So, pass auf. Siehst du jetzt Zeit? Ja, er ist cool. Er hat dir gezeigt, du sollst da drüber, ne? Das machen wir jetzt nicht. Pass auf. Mach mal einen Guck mal, hinter dir ist auch jemand. Ja, geht auch nicht. Chill. Erster Gang. Muss er das machen. Siehst du, was passiert? Guck mal, jetzt regelt er das für dich. Liegt auch ein bisschen daran, dass wir Fahrschule sind. Jetzt kannst du... Ich hätte gesagt, du kannst langsam weitergehen, aber wir warten noch, bis das Fahrrad fährt. Weil 1,50 Meter Abstand, wie willst du das machen? So, der guckt jetzt ein bisschen komisch, weil wir uns verhalten wie kein anderer. Und jetzt fahren wir langsam. Gut. So schaffst du die Prüfung. Ja. Wärst du gefahren oder wärst du irgendwie rechts rüber gefahren, wäre das alles Murks gewesen. Ich bin mal bedankt. Genau, ja, bedankt. Der hat so eine Minute. Ja, ja. Okay, ein bisschen Gas. Ja, dann ziehen wir hier durch. Genau solche Situationen meine ich. Der Prüfer will sowas sehen. Der fährt absichtlich in kleine Straßen, um zu sehen, wie du darauf reagierst. Ja. Reagierst du panisch und machst den? Scheiße. Yes, genau. Reagierst du richtig, bleibst stehen. Überlegst eine Sekunde, was die Lösung sein könnte. Rückwärts ging nicht, war einer hinter dir. Dann erstmal stehen bleiben. Du hättest auch hier rüber gekonnt. Aber nur unter Beobachtung, Schulterblick und wirklich ganz, ganz langsam. Und dann rechts weiter. So, sicher dich in Ruhe ab. So, und so kannst du es kontrollieren. Mhm. So, ich glaube, bei dem Wetter kann ich zur Sonnenbrille wieder abnehmen. Ja. Das ist locker. Checke die Spiegel. Mhm. Wenn du das Deluxe machst, blinkst du, genau. Dann ist richtig gut, dann kriegst du eins. Wenn du den Blinker vergisst, ist okay. Dadurch, dass du guckst, bist du trotzdem safe. Okay.
Genau. Hier könntest du auch blinken, wenn du genug Zeit hast. Aber dieses rechts vor links hat dich so ein bisschen... Ja. Wenn du da den ersten Gang nimmst, ist das auch in Ordnung. An dem rechts vor links, ne? Weil das so klein und eng war. Und dann rechts weiter. Ruhig, lenk ruhig mehr. Bleib nicht so stehen. Ja, und dann greif über und mal wieder zurück. Genau. Sei da nicht bequem. Verharr nicht so. Hat zwei Gründe. Einmal sieht es komisch aus in der Prüfung. Und der zweite ist, wenn du schon eingelenkt hast und so bleibst, ne? Und angenommen, von links läuft jetzt eine Katze über die Straße und du willst die nicht überfahren. Ja. Das habe ich jetzt auch das erste Mal gemacht. Ich weiß auch gar nicht. Also es ist halt wichtig, ne, dass du, wenn das passiert, so übergreifst und dann... Oh. Diese Wetter nicht gut. Hast du gemerkt, Lenkrad? Ja. Da kommt einer und sofort der Impuls. Wichtig, wenn da ein bisschen kommt, ist okay. Ich habe starke Nerven. Und dann rechts weiter. Zack, zack. Gut. Und dann mach eine so große Kurve. Du brauchst nicht gucken. Denk dran, rechts vor links. Die bleiben stehen. Ja, ja, keine Angst. Dann such dir einen Parkplatz aus. Welcher ist mega? Kannst du vorwärts drauf. Wo du machst. Genau. Zack. Und dann schleif dich ein bisschen so wie im Parkhaus, ganz langsam. Du brauchst gar nicht viel Druck auf der Kupplung, ein bisschen reicht. Gut. Und wenn du jetzt noch ein Stück vor wollen würdest, probier es ruhig nur einmal, nur dass du das im Gefühl hast. Nur ein ganz kleines bisschen nach vorne. Ein bisschen Druck reicht. Und wieder stopp. Gut. Lässt du nicht los, bist du safe. Gut. Und der Stopp. Und was sagst du? Gut. War gut, ne? Also war cool. Ja. Ja, fand ich auch. Also wichtig ist, dass du bergauf da im Parkhaus genau weißt, was du machen musst. Hm. Und halt, wenn du bergab fährst, dass du nicht den Fehler machst, die Kupplung schnacken zu lassen, dass er dir da auch zu schnell wird oder sowas, sondern einfach im Kopf hast, wenn du da am Berg stehst, regel das über die Bremse, brauchst gar keine Kupplung. Dann lässt du die Bremse los, rollst locker rum. Und am Anfang hast du halt ein gutes Beispiel gehabt, wenn die mal die Kurve schneiden. Ist ja immer so Experten dabei, die ballern dann da runter, dass du wenigstens so schnell bist, dass du locker reagieren kannst. Ja. Da ist eigentlich alles safe. Ich habe da ein gutes Gefühl. Mir ist aufgefallen, dass du die kleinen Straßen, das jetzt hier, nach dem Parkhaus, also das ist vorher nicht schlecht gemacht, aber du hast das da souveräner jetzt gemacht, weil du irgendwie ein Gefühl hattest für die Kupplung, da ist sie nicht weggesprungen, du warst auf jeden Fall safe so dabei. Ja. Und das sieht halt für den Prüfer auch immer ganz gut aus in der Prüfung, weil der auf jeden Fall durch die kleinen Straßen fährt. Wenn du dann da die Skills hast mit der Kupplung, dass du nicht rumschießt, dann bist du auf jeden Fall gut dabei. Cool. Gut, dann würde ich sagen, war's das mit unserer Karriere leider? Schade. Schade. Ja, die nächsten Stunden planst du dann mit Jan einfach weiter, ne? Ja. Und dann, wenn du Prüfung hast, dann bin ich sowieso auch da in der Fahrschule, dann sehen wir uns. Dann drücke ich dir aber vorher schon mal die Daumen. Dankeschön. Gut, wenn du sonst irgendwas kannst, kannst du mir auch, ne, per WhatsApp schreiben oder so. Ja, klar, mach ich. Dann kriegen wir das schon hin. Cool. Habe mich gefreut. Ich auch. Und sobald die Videos fertig geschnitten sind von Kevin, wir haben noch kein Dingens gemacht. Kein Dingens? Wie heißt das? Thumbnail-Pick. Wenn du die Videos siehst. Ja. Ach, dann dieses dann Foto. Dann sind da ja immer so Fotos, ne? Ja. Also ich mache dann manchmal einfach so. Ja. Und Kevin schneidet das dann da raus und macht dann daraus so ein Bild. Okay. Was können wir denn fürs Parkhaus machen? Ich bin unkreativ. Ich habe, glaube ich, zwei Sonnenbrillen. Willst du eine Sonnenbrille haben? Ja. Du kannst dir eine aussuchen. Du kannst die oder die? Ich nehme die. Okay, nimm die. Wir können beide so mit dem Finger. Oh nein, jetzt ruft einer an. Klingelton leise. Hashtag peinlich. Ich will nicht dran gehen, weil ich will jetzt hier das erstmal fertig machen. Kann ich das nicht wegdrücken? Geht nicht. Wow, nicht weggedrückt. Ablehnen. Ja. Abgelehnt. So, wir können beide mit dem Finger auf die Kamera zeigen, so? So? Ja, gut. Ich glaube, das müsste eigentlich schon reichen. Okay. Ja, cool. Dann kann Kevin da Thumbnail-Pick rausschneiden. Haben wir gestern gar nicht gemacht. Nee, das haben wir gestern gar nicht gemacht, aber mit dem Autobahn-Video, da hat er genug Szenen drin, da kriegt er bestimmt auch was Cooles raus. Cool. Ja. Dann das jetzt fürs Parkhaus ist auch safe. Ich glaube, es hagelt. Ja, es ist, glaube ich, auch nicht so geil. Aber das ist immer so sporadisch, ne? Wir können gerne noch ein, zwei Minuten hier verweilen, bevor... Echt cool. Du,
bevor du jetzt hier im Hagelschauer outside the window. Hast du denn so auf dem Schirm, wenn du fertig sein willst? So von jetzt an? Also bis jetzt ist nächste Woche nochmal, sind nochmal 3 Stunden und danach die Woche nochmal 2. Ich glaube, dann bist du aber dann locker fit. Ist auch, ja. Danach die Woche machen wir dann. Das ist danach die Woche. Auf jeden Fall machen wir irgendwann nochmal eine Doppelstunde mit, wo wir so eine Prüfungsstrecke fahren. Ja, genau, genau. Und dann ist, glaube ich. Ja, cool, safe. Das ist gut. Da habe ich auch von jetzt an schon ein gutes Bauchgefühl. Dann bist du auch gut vorbereitet für die Prüfung. Freut mich. Okay, ich glaube. Meinst du, Regen ist nicht so schlimm. Dann tauschen wir einmal die Plätze und dann baller ich direkt weiter. Gut, Greta. Na, jetzt aber. War cool. War cool. Ja. Mach's gut. Ciao, ciao. Everywhere you go, you always stick the weather with you. What a weather. Was für ein Wetter, Freunde. Mensch. Ja, aber das war unsere Fahrstunde. Mit Greta in the Parkhaus. Habt ihr gesehen, wie man anfährt? Bam, hat die das gemacht, ey. Zack, mit der Kupplung, bam, um die Ecke. Das war richtig gut. Falls euch das Video gefallen hat, schön. Ja, Kevin und ich, wir geben uns ja auch viel Mühe mit den Videos. Stimmt's, Kevin? Ja, Rob, wir geben uns richtig viel Mühe für die Videos. Muss ja aber auch sein. Ja, dann, falls euch das Video gefallen hat, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Ansonsten bis dahin, denkt dran, ich hab euch lieb, passt auf euch auf. Baller jetzt direkt zu Kevin und bring dem die Karten. Kann der das nächste Video schneiden? Tschüss!